Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir schauen uns hier diese Ecke einmal an und auch diese Ecke. Ich bin gespannt, was uns da erwartet. Muss auf jeden Fall ein bisschen stärker werden, habe ich das Gefühl, weil die Gegner bzw. die Bosse sind extrem stark, Leute. Also ganz ehrlich, erstens sind die sehr, sehr schnell. Da muss jeder Ausweichrolle sitzen. Und zweitens, die machen extrem viel Damage. Deswegen ist es wichtig für mich, dass ich ein bisschen loote, stärker werde. Und ich habe gemerkt, dass ich mehr Kondition benötige, weil ich eine bessere Rüstung anlegen möchte. Gut, deswegen ein bisschen die Welt erkunden und stärker werden ist angesagt. Leuchtet da was, oder? Ja, da ist irgendwas. Kriegsasche, wilde Löwenkralle, wow. Gut dann, schau ich mir mal an. Kann man runter? Da vorne ist etwas. Radarfrucht, okay. Ich finde, dass die gut Runen geben dafür, dass die so schwach sind. Deswegen kille ich die auch öfter mal. Na, wo werden wir wieder stärker? Hier muss doch auch etwas geben, oder? Nicht? Was ist das hier? Oh. Direkt rufen. Never know. Was uns da erwartet, was ist mit der los? Oh, wie ist Schmerz vom Kopf bis zur Sohle. Oh, 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 oh. Helft mir, ich muss fragen, bin ich noch menschlich? Ist das der Grund, aus dem ich so leide? Okay, wiederholt sich. Ja, genau deswegen. Oh, ich hab mein Schild. Nicht drin. Das Kruselas, sie müssen wir den hier nehmen. Zack. War es das oder was? Muss doch mehr sein. Menschenknochenpulver. Das ist ein Gegner. Da ist was Lianes. Kommt der mit? Jawohl. Bester Mann. Lässt mich niemals allein. Oh, ich wurde gecatcht. Räche mich, jawohl. Fuck, der ist einfach. Was ist das? Oh, verehrte Geisterasche, nice. Kann ich dich noch ein bisschen stärker machen, mein Lieber? Am Ende wirst du die Bosse besiegen und ich werde einfach nur zuschauen. Ich bin dann deine Unterstützung und dich umgekehrt. Ich baue mir dann so ein Tanky-Build, das komplett Schaden auf sich lockt. Und mein Geist macht einfach den Rest. Gut, das hier mal hoch. Ich glaube, es ist allgemein sehr wichtig, dass man hier mal ein bisschen sich umschaut. Und alles, was hier in der freien Welt zu holen gibt, einfach mal catcht, weil ich glaube, die Bosse sind echt zu stark, Leute. Es macht gar keinen Sinn, da direkt rein zu jumpen. Wir haben nicht umsonst hier die Runen für die einzelnen Einheiten so hoch gemacht. Die wollen bestimmt, dass wir erstmal leveln. Finde ich sehr fair tatsächlich. Vor allem für Leute, die wie ich erst gerade eben
Nur seit wir neu mit dem Spiel angefangen haben. Ich spiele gerade mal seit 6 Tagen Elden Ring. Mit 2-3 Tagen Unterbrechung. Hab 29 Stunden oder so drauf. Ich habe immer das Gefühl, dass ich zu schwach bin, aber es geht irgendwie. Irgendwie geht's vorwärts. Oh, 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 oh. Nicht zuschauen, irgendwas machen. Schon wieder. Oh mein Gott. Was ist los? Schon wieder. Das gibt's doch nicht. Lieb endlich. Oh mein Gott, Alter. Hier ist nichts. Habe ich aber irgendwas Lilanes gesehen? Leittalisman, Leute. Immer was Neues. Erhöht die Resistenz gegen das euch zuletzt zugefügte Leiden. Okay. Gar mal so schlecht. Ah, wir sind hier im verlassenen Dorf. Ich sehe gerade, dass man hier unten auch durchgehen kann. Schaut euch das mal an, man kann bis dahin laufen. Hier ist dann die nächste Map, die man freischalten kann. Aber das möchte ich mir erstmal auch anschauen. Denn auf jeden Fall in den nächsten 2 Videos die Welt auseinandernehmen und alles mal durchlooten. Hier sind wir, glaube ich, schon mal durch. Ja, hier sind wir definitiv durch. Dann lass uns mal zurücklaufen. Es sei denn, ich sehe noch auf dem Weg etwas, aber denke ich ja nicht. Kommt man hier komplett runter oder war das nur hier? Verarsche. Wenn man hier komplett runter kann? Kann man nicht. Fleischpilz. Da hinten ist noch eine Hütte, da gehen wir gleich hin. Ja, da gehen wir jetzt hin. Aber davor möchte ich hier ganz kurz mal zurück. Wie viele Runen habe ich? 90.000, okay, mir fehlen noch einige. Ich kann ich auch nicht leveln, schade. Da hinten irgendwo habe ich eine Hütte gesehen. Da. Das waren wir noch nicht. Da möchte ich mal kurz hin. Bestien kochen sehr wichtig für die Pfeiler. Ab und zu mal mitnehmen. Damit, falls notwendig, auch Pfeile hergestellt werden können. Alter, 3 Lilanes. Ofengesicht. Ofengesicht. Handbuch des großen Herrschers. Nummer 2. Können neue Sachen herstellen, oder? Was ist aber dieses Ofengesicht? Mal hier runter? Ach nicht. Ich würde gerne mal runter. Das sieht so interessant aus da oben. Naja, vielleicht später. Gut, dann haben wir diese Ecke auseinandergenommen. Ich sehe gerade, dass man vielleicht sogar hier außen rumlaufen und auf die andere Seite kann. Hier, wie ihr sehen könnt. Das schaue ich mir jetzt einmal an. Oh, hier gibt es was. Definitiv etwas.
Schauen wir uns das mal an. Runden sammeln. Jawohl. Da ist doch was. Ist das ein Drache? Skelett von Wachen? Ja. Ein Großkater. Ne, es. Ne. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ich muss die andere Waffe in die Hand nehmen. Geist der Flammendrache. Ja, dann werden wir Spaß haben jetzt. Wow! Okay, nach rechts ausweichen bringt nichts. Wir müssen nach links geradeaus ausweichen. Schauen wir mal, ob wir überhaupt genug Schaden machen. Oh mein Gott, war das knapp. Oh mein Gott! Blutung bei so großen Einheiten auszulösen ist fast unmöglich, habe ich das Gefühl. Es geht schon, aber es dauert ewig lange. Oder man muss irgendwie direkt auf seinen Kopf ziehen. Was bei so einer Einheit fast unmöglich ist, aber. So, ich nehme meine andere Waffe in die Hand. Ich werde doch gerade ausweichen. Oh. Nein. Nein, 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 ich bin tot. Oh, man kann nach hinten ausweichen. Wusste ich nicht. Aber nicht bei dem. Ich bin eh gleich tot. Ich brauche mehr Heiltränke. Nach hinten, nach hinten, nach hinten, nach hinten. Und wir haben lächerlich wenig Schaden gemacht. Gib mir das mal. Ich habe kein einziges Mal Bluten gesehen. Kein einziges Mal. Okay, Imitator tot. Ich bin der Nächste. Und weg. Ja, Leute. Geht nicht anders. Geht nicht anders. Dafür bin ich auch noch zu schwach. Aber geile Ecke. Also das muss ich mir merken. Ich werde auf jeden Fall diesen verdammten Drachen besiegen gehen. Aber nicht jetzt. Jetzt holen wir mal schnell unsere Rune und ihn ab. Ein bisschen stärker möchte ich noch werden. Ich will Kondition erhöhen, damit ich eine bessere Rüstung anlegen kann. Und
Ich möchte auch gerne meine Waffen leveln. Oh, noch eine interessante Stelle. Ja. Sieht nice aus. Was haben wir hier? Okay, das ist ein Gegner. Wollt ihr mich verarschen? Kommt her! Versteckt er sich einfach. Versteckt er sich einfach. Grabvogelrüstung. Aha. Schauen wir uns gleich an. Ist auch ein Gegner da? Nein. Lass uns mal die Rüstung anschauen. Ausrüstung, zack. Grabvogelrüstung war das gewesen, ne? Also nur das hier. Ja, wiegt halt fast nichts, aber... Nee, das ist so schlecht. Es sieht bestimmt interessant aus, aber nee. Das kann ich nicht nutzen, vor allem hier nicht. Nicht in so einem Gebiet. Gut, hier haben wir nichts mehr. Das ist ein Abgrund, da kommen wir nicht hin. Lass mal auf die andere Seite komplett. Oh, was war das? Ich frag mich halt, ob man irgendwann runter kann. Und jetzt schon gern runter. Ich sehe gerade, da kann man irgendwie runter. Aber so etwas habe ich hier noch nicht gesehen. Auf dieser Seite. Lassen das leidende Dorf. Handbuch des großen Herrschers. Nee, hier kannst du vergessen, hier kommst du nicht runter. Und dann haben wir schon fast alles, was man hier in der Welt erkundschaften kann, angesehen, oder? Nur hier bin ich nicht hin. Ah, schaut euch das an, hier hoch bin ich nicht hin. Das können wir auch mal machen, komm. Dann nehmen wir hier und dann darunter. Da hatten wir uns alles angesehen. Hier ist Moor. Wir uns alles, glaube ich, angesehen. Hier runter sind wir aber nicht. Und hier sind wir nicht hin. Okay, das machen wir mal. Zack. Wir sind die Gegenerkundschaften, Leute. Das muss auch sein. Muss auch sein. Richtige Richtung, yes. Richtige Richtung, auch yes. Doch kein Mensch. Ist hier was? Ansonsten einfach ignorieren. Da vorne ist was. So eine Kleinigkeit. Gebertal-Lilie, okay. Buch 5. Also es muss ja in jeder Ecke etwas sein. Weil es ist jetzt nicht so, dass die Map riesig ist. Dass die sich irgendwie Mühe geben mussten beim Verteilen der Sachen.
Map ist schon kompakt und da müsste in jeder Ecke etwas Wichtiges sein. Hier zum Beispiel ein Kreuz wieder mal. Sehr wichtig. Wir wollen ja auch stärker werden. Und hier ist jemand zum Sprechen. Fuck. Hier lasse ich einen Teil des Fleisches meines Körpers zurück. Nee. My name is Teolia. Teolia. I too am tarnished, and here on kindly Mikola's account. So, well, here's to new beginnings, I suppose. Okay. Well, I'm not much good. I'm as weak as a kitten and thick as two plaids. I've always been this way since I'm afraid the only thing I'm proficient in. Sorry. Okay, man, kann bei dir was kaufen. Tödliche Giftparfümflasche. Löst Vergiftung aus. Das ist interessant, das muss ich mir mal anschauen. Alles andere kann man lassen. Trinias Lilie können wir mitnehmen. Ja. Okay, mehr gibt es bei dir anscheinend nicht. Finnische Blutknospe. Irgendwas Episches. Ich glaube, wir können einmal leveln. Nee, können wir nicht. Wie viel brauchen wir? 2. Ich dachte, wir haben schon 2. Nicht genug, okay. Gut, das meine ich, Leute. In jeder Ecke muss etwas sein. Auch hier gab es etwas Kleines. Ich würde gerne runter, aber ich weiß nicht wie. Das ist eine Höhle. Man muss durch die Höhle und die Höhle ist hier. Also kann man hier durch runter. Aha. Okay, das schauen wir uns dann an, aber erstmal will ich noch hier auf die obere Seite, weil da sehe ich so eine Art Mausoleum oder Höhleneingang. Irgendwas ist da auf jeden Fall. Einfach mal alles anschauen. Ist ja nicht so, dass wir Zeitdruck haben, ne, Leute? Wollen ja auch ein bisschen genießen hier. Interessant aus. Das sieht echt interessant aus. Was ist das? Da ist jemand. Safen wir mal kurz hier. Und da heult er. Was macht er? Egon. Egon, was geht? Pain. The pain. Bale. Vile Bale. Oh, terror incarnate. There is life in me yet. I will soon feast upon your heart. Mark. Alter. Ist noch was? Gar nichts? Okay. Der redet hier über Bale. Keine Ahnung, wer das ist. Und sehe hier gerade, dass da vorne etwas Interessantes ist. Obwohl, da waren wir, glaube ich, schon. Hier können wir in diesen Turm, aber wir können ja auch geradeaus durch. Und ich glaube, hier ist ein Boss. Wenn er hier schon rumheult, wegen irgendeinem Bale, ist es wahrscheinlich auch ein Boss. Mal ignorieren und weiter. Diese Grabsteine, ich habe das Gefühl, dass man da auch ein Secret hat. Oh. Wieso? Sag nicht Invasion, Alter. Sag nicht Invasion. Oh, alter Drachenmensch. Leck mich am Arsch. Wieso? Okay, ich habe den ersten Schlag ausgeführt, aber es hat noch nichts zu heißen. Wir haben dieselbe Waffe, glaube ich. Oh mein Gott, was ist das? Boah, ich habe den fertig gemacht. Ciao.
Krass. Das, ja. Wow, ich habe ihn gekillt. Aber hab nichts bekommen. Danke für nichts. Was ist das? Kann man hier runter? Ich doch schon, oder? Ja, ja, klar war ich da. Ich bin gerade nicht sicher, ob ich da unten war, weil es so unbekannt aussah, aber das war wahrscheinlich nur die Perspektive. Das war's. Höhleneingang. Ich wusste es. Wie oder später gibt es einen Höhleneingang. Ist hier noch was? Nö. Ab in die Höhle. Vielleicht werden wir diesen Bale hier finden. Bale, der kleine Pupskopf. Drachengrube heißt das Ding. Oh ja. 121.000. Ich glaube, wenn ich meine Runen verwende, ist sogar leveln. Weiß nicht, wie viel ich brauche, aber wäre schon nice. Wenn ich hier einmal... Okay, 37. Ich brauche noch 5.000 ungefähr. 500. Müssen wir mal die nehmen. Wochen. So eins. Okay, Stufenaufstieg. Jetzt ist die Frage, wollen wir durchziehen mit Kondition? Damit wir eine bessere Rüstung anziehen können. Wir erhöhen dadurch auch die Robustheit. Oder wollen wir auf Schaden gehen? Eigentlich müsste ich das echt durchziehen, ne? Also wir brauchen auf jeden Fall eine bessere Rüstung, Leute. Ich komme nicht weiter. Ich komme nicht weiter. Ich bin zu anfällig gegenüber Schaden. Oh. Willst du Angst vor dir haben? Ich treffe ihn nicht. Definitiv Angst vor dem haben. Was ist das? Alter. Leck mich am Arsch. Was ist das, Alter? Was seid ihr? Weg, 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 weg. Kleiner weg. Der kommt zurück! Alter, ich hab vergessen, dass ich zurückkomme. Der kommt auch zurück! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich muss aufpassen! Sehr gefährlich! Rechts oder links? Links. Links ist schön dunkel. Schmiedestein Level 1, leck mich. Ja, naja, brauchen wir auch, falls wir mal eine gute Waffe finden sollten. Es beginnt ja mit 1, deswegen ist es nicht so schlimm eigentlich. An sich sind nicht stark, nur die Gefahr, dass die wiederkommen, macht es halt ein bisschen gefährlicher, ne? Gegner. Boah, ist das riesig. Wie geil das bitte aussieht. Dann nehmen wir auf. 30 Minuten. Okay, wir können weitermachen.
Wie geil das bitte aussieht. Sehr gefährlich. Sehr gefährlich. Bam. So, erstmal zerstören und danach weiter. Nicht vergessen. Warten, zerstören und dann weiter. Schattenreich, Luna. Zerstören und danach der nächste. Zack. Kann man runterspringen? Gut nachdenken. Okay, verstehe. Anscheinend gefährlich. Lass mal hier normal den regulären Weg nehmen. Ja, da sind einige Gegner. Jawohl. Junge. Tritt mich trotzdem. Oh mein Gott, das war so knapp. Hinter mir ist jemand. Oh mein Gott, das ist so gefährlich, Alter. Und das sieht noch gefährlicher aus. Ja, lauf weiter. Ist das ein Drache? Aha! Ich bin tot. Was? Wie soll ich den dann besiegen? Hä? Ja, es heißt ja nicht umsonst Drachengrube, ne? Das ist ein Drachen. Sehr klar. Alles, was sie ignorieren können, ignorieren wir erstmal. Ich will meine Runen direkt holen. Boah, ich bin fast runtergefahren, Leute. Das wäre es jetzt gewesen. Wie gesagt, einmal weiter. Den können wir besiegen. Oh, ich habe vergessen, den zu killen. Scheiße. Ich bin tot. Meine Runden sind weg. Oh. Dann hatte ich nicht so viele gehabt, aber trotzdem, Alter. Das ist einfach nur nervig, so etwas. So unnötig. So unnötig. Wisst ihr, ist ja nicht so, dass das keine Zeit kostet, Runden zu farmen. Ist ja auch nicht aktiv farmen gerade, aber trotzdem, es kostet Zeit und Energie. Diese verdammten Runen zu sammeln. Echt eine gefährliche Ecke hier. Ja, ich bin aber auch ein bisschen beruhigt. Jetzt muss ich nicht mehr zum Drachen. Den Drachen, also ganz ehrlich, das könnt ihr vergessen. Den Drachen kriege ich nicht weg. Dann kann ich hier weiter.
Danke für nix. Kann ich hier weiter und mal runter? Schauen, was da unten ist. Wenigstens ein Speicherpunkt irgendwo. Rüber kann ich ja irgendwie nicht. Sie dürfen nicht, oder sie dürfen nicht, okay. Vielleicht muss ich doch den Drachen besiegen. Sprungangriff voraus. Drache suchen, da springen, okay. Zeit für das Tapferkeit. Jetzt ist die Frage, sollen wir echt springen? Ich traue mich nicht. Ist nicht aus wie im Boden. Oder muss ich erst den Drachen besiegen? So wie es da unten steht. Schauen wir uns den Drachen nochmal an. Vielleicht ist der ganz so aggressiv. Vielleicht ist der ganz süß. Also es hätte mir ja schon geholfen, hätte ich meinen Imitator rufen können. Boah, das ist ja überall Feuer hier. Der hat zu viel Leben. Der hat zu viel Leben. Zu viel Leben, Leute. Zu viel Leben und ich sterbe zu schnell. Also muss ich weitermachen. Also mein Ziel ist es jetzt. Ich sage euch, was ich hier machen werde. Das kriege ich nicht hin. Den Drachen da unten kriege ich auch nicht hin. Ich werde alles andere. Hier gibt es noch eine Ecke. Da unten geht es, glaube ich, noch weiter. Und hier geht es noch weiter. Ich muss jetzt alles, was ich hier in diesem DLC-Gebiet machen kann, erledigen. Das heißt, looten, diese Kräfte sammeln, Schattenlandekräfte. Und dann kann ich erst anfangen, hier weiterzumachen, da weiterzumachen, vielleicht auch hier weitermachen, das werden wir noch sehen. Aber jetzt erstmal, Leute, schließe ich das Video ab mit einem enttäuschten Gefühl. Danke fürs Zuschauen, im nächsten Video wird's besser. Ciao, ciao.